Hallo und zurück bei unserem Kopfgeldjäger, der ein bisschen hier in einer anderen Welt ist. In einer Welt, die ihm auf den ersten Blick so gar nicht gefällt. Weil so ein Erforscher von Welten und Entdecker ist er, weiß Gott nicht. Ne? So, ich würde sagen, ich wollte erst hier mein Zeugs in den Safe lagern. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal shoppen. Ne? Schauen wir, was es noch so gibt hier im Haus. Schauen uns einfach ein bisschen um. Kleiner Walking Simulator. Wie gesagt, ich lasse mir hier Zeit. Wir machen hier keine fiese Matenten. Sind aber wahrscheinlich... Oh, Fitnessraum. Ja, das Zimmer könnte aber wahrscheinlich jemand ändern. Wir bräuchten wie so ein bisschen eine Waffen... Bank. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ah, das ist schon mal ein Labor. Wir schauen uns trotzdem mal tatsächlich ein bisschen um. Auch wenn es jetzt nicht unser Labor ist, können wir das tatsächlich benutzen. Um zum Beispiel Antibiotika herzustellen? Ach nee, die haben wir ja noch nicht. Wir haben noch gar nichts. Also dicht mit. Nee, alles gut. Ach, Verbände. Verbände kann man herstellen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Verbände. Brellung, Platzwunden, Stichwunden. Man weiß nie, für was man es braucht. Wir machen mal zwei. Gut ist es, ne? Was ich ja gut finden würde, wäre, wenn... Das, was man herstellen kann, ganz oben steht automatisch. Ich meine, für was haben wir einen Computer, ne? Ich sag's nicht gern, aber ist halt so. Aber das sind halt so Dinge, ne? Die wünscht man sich. Aber ob man sie bekommt, steht auf einem anderen Blatt. So, wir schauen mal, ob es hier vielleicht nicht doch irgendwas gibt, was man... bräuchte. Kann ich eigentlich auch... Warte mal, ich kann doch auch nichts in der Hand haben, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den... Ah, hier. Entschuldigung. Hier den wegmache, dann bin ich doch... Achso, hier verteidige ich mich. Ich kann also nur mit einer Hand zuschlagen. Die linke Hand kann ich nicht. Komme ich nicht vorwärts. Hm. Na gut. Dann nicht. Wieso ist eigentlich bei der Gesundheit so ein bisschen der weg? War das wegen den Umgebungsschaden? Ich bräuchte noch so eine Waffenbank. Warte mal, was ist denn das hier? Das sieht gut aus, oder? Ach nee, das würde so... Hey, wollen wir denn nicht? Ach, das kommen wir von der anderen Seite her rein. Der hat hier gar nichts, was wir brauchen. Das ist die Toilette, aber kein Spiegel, in dem wir uns sehen. Das sind halt so die Feinheiten, ne? Aber ich muss singen.
Hochauflösend ist es. So, hier irgendwas. Vielleicht sagen sie es uns ja noch. Wir können hier mal mit Vasco sprechen. Unten, vielleicht. Der uns irgendwas mitzuteilen. Hier ist ja auch kein Waffenständer, hätte ich beinahe gesagt. Was war hier? Warte mal, wo geht's denn hier? Ach, hier geht's raus. Können wir auch mal schauen? Pass mal auf. Vasco, du bist jetzt praktisch... Hallo, Vasco. Ich grüße Sie, Walter Stroud. Was kann ich für Sie tun? Oh, nein, ich brauche nichts. Ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Alle Systeme laufen momentan innerhalb der festgelegten Parameter. Prima. Gut, dann nur weiter so. Bestätigt. Man kann sich im Moment niemand besseren als Sarah an der Spitze der Constellation wünschen. Captain, nachdem Sie nun Mitglied der Constellation sind, stehe ich Ihnen uneingeschränkt zu Diensten. Ach. Und da Sie wahrscheinlich in unbesiedeltem Raum sein werden, wäre es ratsam, die Entwicklung von Erkundungsaußenposten zu erörtern, sollten Sie jemals eine Forschungsbasis errichten müssen. Ach, das wäre eine Idee. Und vermisst du eigentlich deinen früheren Besitzer, Barrett? Meine primäre Funktion ist es, Barrett auf seinen Reisen zu unterstützen und zu beschützen. Dies kann ich momentan nicht tun. Weiter reicht meine Kapazität nicht, jemanden zu vermissen. Ich glaube, Barrett würde sich über Ihre Frage amüsieren. Und war es eine ziemliche Herausforderung, Barrett zu beschützen? Barrett hat bisher jede Mission überlebt, die wir unternommen haben. Es ist daher offenkundig, dass meine Bemühungen erfolgreich waren. Barrett ist vermutlich der Meinung, dass meine Interventionen nicht immer zwingend notwendig gewesen wären. Was meinst du eigentlich mit Entwicklung von Außenposten? Die Erkundung eines unbekannten Planeten kann ein großes Unterfangen sein. Der Bau eines Außenpostens ermöglicht die Herstellung von Scannern, Extraktoren und Verteidigungssystemen. Es ist sogar möglich, mehrere produktionsfähige Außenposten aufzubauen, um bessere Ausrüstung und sogar Raumschiffmodule herstellen zu können. Die Idee klingt tatsächlich nützlich. Irgendwo eine Unterkunft zu haben, wo uns niemand kennt, wo uns niemand findet. Nun denn, vielleicht probiere ich das auf dem nächsten Planeten einmal aus. Die Baupläne, die Sie benötigen, um einen Außenposten zu errichten, befinden sich bereits auf Ihrer Uhr. Sie verbindet sich automatisch mit verfügbaren Baumaterialien in Ihrem Frachtraum. Praktisch. Und wie lange bist du schon Mitglied der Constellation? Der frühere Leiter der Gruppe, Malcolm Livingston, hat mich zusammen mit vielen materiellen Gütern gekauft. Trotz verschiedener großer Systemerneuerungen und Upgrades bin ich seit 43 Jahren online. Ich glaube, ich könnte dich gebrauchen, Vasco. Stehst du auch mir zur Verfügung? Captain, ich begebe mich an die zugewiesene Position. Ach so. Ja, wir weisen dich dem Raumschiff praktisch zu. Ach, das ist unsere Crew denn. Abziehen, sortieren, Schiff. The Frontier zuweisen. Bist du jetzt, oder? Hoffen wir es mal. Alles gut? Bist du jetzt zugelassen? Hallo, Captain. Ach so.
Alles gut. Wir werden uns später wiedersehen. Ja, ist in Ordnung. So, wir gehen raus. Ne, wir gehen... Ja, wir gehen mal oben raus, denn das würde mich mal interessieren, wo man dann hinkommt hier. Ja, die Ladesequenzen hier, die werde ich nicht rausschneiden. Die sind meines Erachtens in Ordnung. Ja, es stimmt schon. Ist doch ein üppiger Planet. Voller Fauna und Flora. Ja, Fauna weiß ich nicht, aber Flora zumindest. Könnten uns auch ein bisschen auf den Planeten umschauen. Aber wir gehen erstmal shoppen, haben wir gesagt, ne? Na gut. Hier müssen wir aufpassen, hier ist die Schwerkraft ziemlich hoch, nicht, dass wir eventuell noch ins Nichts stürzen. Oder zu Tode uns stürzen, so rum. Das, da müssen wir, glaube ich, wieder mit dem Zug fahren, ne? Mit dem Intertrans-Zug. Keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Wahrscheinlich laufen wir falsch. Das ist ein Weg. Deswegen nehme ich den mal jetzt. Hier ist ein Medical Center. Ja, wir laufen komplett. Das Paket wurde also zurückgebracht, Agent. Wir haben Gesellschaft. Guten Tag. Gleichfalls. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Agenten. Was für Agenten, ne? Das ist die Frage. Aegis. Ist es ein anderer Aegis? So ein bisschen wie in Sumpf, ne, denkt man. Gewesen vielleicht mal. Irgendwelches Sumpf. Kommt ein Raumschiff. Ja. Ich hab tolle Neuigkeiten. Hier war ein Baby. Beleidigt. Oh, wie toll! Was ist denn der Termin? Die Scheiße rausprügeln. Dauert noch eine Macht Weile. Man aber nicht. Aber wir schauen uns schon nach Kinderbetten. Er regt mich immer zum Nachdenken an. Hallo. Ich bin Marcus Lestari. Interessierst du dich für das Sanctum Universum? Nicht wirklich. Vielleicht kann ich dich umstimmen. Es sind aufregende Zeiten für die Kirche. Wir wachsen tagtäglich und würden dich gerne kennenlernen, wenn du willst. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Besucher, aber bisher sind sie nicht wiedergekommen. Das erscheint mir eine gute Gelegenheit. Kannst du vielleicht nach diesen Besuchern sehen und ihnen sagen, dass unsere Kirche offen steht? Vielleicht brauchen sie nur noch einmal eine Einladung. Ich bezahle dich natürlich auch für deine Mühen.
Bezahlung? Warum gehst du als Mitglied der Kirche, wie du behauptest, nicht selbst zu ihnen? Tja, deswegen. Wir wollen unsere Gemeinde weiter wachsen lassen, aber manchmal sind die Leute misstrauisch gegenüber anderen, die schon stark involviert sind. Wenn sie ein neues Gesicht sehen, fühlen die früheren Besucher sich vielleicht wohler und kommen eher wieder her. Und vielleicht lernt ihr dabei auch etwas über die Kirche oder euch selbst. Puh. Muss darüber nachdenken. Eher nicht. Natürlich. Und falls du es dir anders überlegst, komm zu mir. Hört sich wie eine Sekte an. Das Sanktum. Vielleicht sollte ich mehr darüber herausfinden. Hab schon mal aufgeschnappt. Bestimmt irgendwelche Spinner. Aber wer weiß. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. So, ja, wir brauchen eine Shoppingmeile. Ich sag's nicht gern. Bürger? Bürger. Aber da müssen wir wahrscheinlich in einen anderen District. Oh, wir könnten uns bei so einem Automaten für einen Job bewerben. Arbeitest du auf den nächsten technologischen Sprung hin? Ryujin Industries kann dir helfen. Fülle noch heute eine Bewerbung aus und... Nee. Aber wir schauen mal, was das ist. Beste Quality of Life Technologie von morgen. Seit der Gründung von neues Technologie streben permanenten Fortschritt. Naja. Biotechnologie-Ingenieure, das ist nichts für uns. Raus. Werde Teil der fortschrittlichsten Technologiefirma in den besiedelten Systemen. Das glaube ich eher nicht. Das ist eine Bank. Da gehen wir mal rein. Oder? Das ist eine Bank. ATM. Gibt sogar ein ATM. Glaubst du nicht. Ein Geldautomat. Inhalt stehlen? Nicht wirklich. Aber wir schauen mal, ob wir vielleicht ein Konto eröffnen können. Entschuldigung. Mit wem sprechen, ja, am besten? Also ich habe im Moment viel zu tun und du siehst nicht wirklich aus, als ob du grün hinter den Ohren wärst. Wer bist du also? Bist du Surfen? Nur ein Raumschiff-Captain. Sieh mich um, was New Atlantis so zu bieten hat. Wirklich? Du hast ein Schiff? Das ist perfekt. Kismet sozusagen. Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen, das uns beiden nützen könnte. Sehr lukrativ. Du schmierst mir mächtig viel Honig ums Maul. Sag's gerade heraus, um was es geht. Du hast mich also durchschaut. Ein gutes Auge. Du bist genau die Person, die ich brauche. Ich muss was gestehen. Ich mag etwas verzweifelt sein. Also die Kreditprüfung ist echt harte Arbeit. Man hat ständig mit Schuldenprellern und Betrügern zu tun. Ich brauche einen Schuldeneintreiber, der sich um einige unserer Top-Preller kümmert. Ich brauche dich. Arbeite für mich und du verdienst mehr als genug. Kein Problem. Erzähl mir mehr über die Sache. Ja! Ein dreister Hochstapler nahm einen Kredit für ein Restaurant in der Nähe des Interstellar Inn auf. Und dann, Überraschung, es war ein Schwindel. Und Dieter Meliki taucht unter. Er hat sich in eine Bruchbude mitten im Nirgendwo verzogen. Ist das zu fassen?
Der Job ist einfach. Dieter muss zahlen. Du sollst ihn nicht umbringen oder ihm wehtun. Wickle nur den Kredit ab, wie bei jedem anderen Bürger. Was passiert, falls er sterben sollte? Dann kümmert sich das Nachlassgericht um seinen Besitz und bezahlt uns. Sollte es also er oder du heißen, dann hat die Gale Bank kein Problem damit, wenn er auf der Strecke bleibt. Aber ich möchte es betonen, das wäre nicht der ideale Ausgang. Wenn wir ihn ausschalten wollten, würden wir jemand anderen schicken. Nun gut, dann wollen wir mal Schulden eintreiben gehen. Ich schicke dir die Daten. Du findest Dieter und sorgst für die Kredittilgung. Auf eine Sache muss ich noch hinweisen. Will ich nicht, aber nicht alle sind ehrlich. Wenn du irgendeinen Deal mit Dieter eingehst, kann ich das nicht wissen. Aber dann darfst du keine Jobs mehr von mir erwarten. Viel Glück, du machst das. Ein Jobgeber, ein Fixer ist schon nicht der Schlechteste. Wenn ich irgendwie behilflich sein kann, sag es nur. Ganz schön hell hier, ne? Sonne scheint, bis das Zeug hält. Ja. Ein Cowboy. Bist du auch nicht von hier? In den UC ist mir immer mulmig zumute. Bin nur auf der Durchreise. Ja, ich eigentlich auch. Ist recht bedingt. Wow, wie anders du aussiehst. Haha, ich bin's. Also, du siehst super aus, aber wird ihn das nicht verwirren? Er wird dich nicht erkennen. Ich werde ihn überraschen. Du bist echt einmalig, Zoe. Für unser drittes Date mache ich... Egal, was du brauchst. Enhance ist für dich da. Hallöchen. Willkommen bei Enhance. Vielen Dank für deinen Besuch. Bestimmt können ich und mein Team jeden deiner Wünsche erfüllen. Möchtest du etwas völlig Neues ausprobieren, dich von einem tollen Look inspirieren lassen oder einfach noch ein bisschen länger dein Spiegelbild bewundern? All das und mehr ist hier möglich. Und keine Sorge, all unsere Dienste und Aufzeichnungen sind streng vertraulich. Nickler. Ja, nee, erstmal nicht. Wenn du mal was Neues probieren möchtest, können wir helfen. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Also hier könnten wir unser Aussehen verändern anscheinend. Was haben wir hier? Keine Angst, du schaffst das. Du hast leicht reden als Klassenbeste. Infinity ist riesig. Willkommen in der Konzernzentrale von Infinity LTD. Besucher sind leider nur mit Termin zugelassen. Ja, klar, so ein Junior-Assistent ist schon was. Das ist dein Einstieg. Der Plan der System war damit zerstört und es kam zu einem wilden Gefecht. Nach dem Eintreffen alles... Wie du siehst, gibt es viel Kundschaft. Die Umsätze steigen weiter. Und es gibt 2 Filialen in New Atlantis? Hi, willkommen bei Terra Brew. Und als die zweite eröffnete, hat das der erste nicht geschadet. Was kannst du empfehlen? Ich mag alles am liebsten, was Terra Brew anbietet. Das muss ich sagen, steht im Vertrag. Ich muss Bericht erstatten, aber... Natürlich, lass dir ruhig Zeit. So, was können wir denn... Moment, eine erste Hilfe. Regeneriert... Regeneration. Ja, das verstehe ich noch nicht so mit dem Regenerated. Ich sag's euch, wie es ist. Wir nehmen Espresso.
Zack. Wisst ihr Bescheid, ne? Und wenn ich den hier benutze, ist dasselbe in grün. Ah, okay. Dann bist doch du hier komplett nutzlos, mein Freund. Okay. So sieht es nämlich aus in der Welt, ne? So, dann nehmen wir mal. Ja, tatsächlich würde ich gern ins Geschäftsdistrikt. Wieso ist. Ah, das ist hier das Geschäftsdistrikt. Hier ist die Bank. Commercial. Ja, ich würde halt tatsächlich gern ein Geschäft. Es hat Jahre gedauert, das so hinzukriegen. Wenn du meinst. Das hier. Ich weiß, du findest das albern. Aber diese Anlage makellos zu halten, ist eine echte Leistung. Ja, glaube ich schon. Ist doch egal. Wen kümmert das schon? Diese Grünanlagen sind das Herz des Geschäfts. Und schau mal hier entlang hierauf. Ja, nee. Nee, das hat keinen Sinn, ne? Nee, wir gehen wieder runter. Wir fahren mal mit dem Zug. Mal schauen, wo wir hinfahren können noch. Das, wenn das hier das Geschäftsdistrikt ist, sind nicht viele Geschäfte hier, oder? Denke ich das nicht. So, wir... Tatsächlich. Das war tatsächlich hier das Geschäftsdistrikt. Das ist ja merkwürdig. So, wir schauen mal kurz in unseren Mission. Wohin müssen wir denn eigentlich? Die Schulden von Dieter. Dieter ist natürlich super. Maliki. Okay. Zeig mir das mal auf der Karte. Alpha Centauri. Ist aber weit weg, oder? Es geht. Es geht vielleicht. Schön. So, wo ist denn eigentlich der Raumhafen so richtig? Hier vorne, oder? Das müsste. Ich wünschte, die Barkeeperin im Viewport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Ein diplomatisches Visum? Das ist doch wohl Witz. Gesandte brauchen seit dem Koloniekrieg keine diplomatischen Visa. Gesetz ist Gesetz. Und dieses Gesetz gilt noch. Eine Barkeeperin können wir uns mal anschauen. So.
So. Meister? Es geht los. Captain, benötigen Sie meine Hilfe? Ja, vielleicht. Hallo. Na gut. Komm einfach mal wieder mit. Ja, Captain. So, wir... fliegen. So, schauen wir, dass wir einen Kurs festlegen, ne? Kurs. Oh, unser Treibstoff verbrauch. Und es ist noch unerforscht. Heißt, wir müssen erstmal hier hinfliegen. So, reicht ja unser Treibstoff aus? Oder bleiben wir irgendwo stehen plötzlich? Wo ist denn eigentlich unsere Treibstoffanzeige so richtig? Ein Skillpunkt. Um ehrlich zu sein, hier würde ich den tatsächlich auch mal ein bisschen hinbekommen. Kommen. Was haben wir hier zum Beispiel? Oh, yeah. Gesperrt. Erhöht deine maximale Gesundheit. Das finde ich super. Das machen wir jetzt. So, und dann könnten wir außerdem noch Tragekapazität, Schleichen, 10% mehr Sauerstoff, nutze einen Powerangriff weniger. Wie ist denn das eigentlich noch bei Kampf hier, wenn ich jetzt die Ballistik noch eins weitermachen möchte? Geht es? Hier? Oder brauchen wir da mehrere? Ne, das ist gesperrt, ne? Achso, ich muss erst 20 Gegner mit ballistischen. Alles klar. Alles gut. Gut, dann weiß ich Bescheid. Was haben wir denn eigentlich noch? Im sozialen Bereich, Handel wäre eine Idee. Gastronomie, jö. Taschendiebstahl, das geht gar nicht hier. Es geht also nur das obere. Ein Handel. Könnten wir machen? Jemanden überreden, das wäre doch Kopfgeldjäger technisch in Ordnung, oder? Ich finde, so ein Kopfgeldjäger sollte im Überzeugen gar nicht so schlecht sein. So, ich werde mich mal ein bisschen anziehen. Was nehmen wir denn? Das ist so eine. Finde ich gut. So, wir haben im Angebot ja,
Grunde ist egal, ne? Wenn ich es recht bedenke, wollen wir uns mehr. Achso, den haben wir auf. Achso, wartet mal, da war doch noch so ein Constellation-Rucksack. Oh, der ist besser. Den nehmen wir. Ich weiß nicht, was das mit dieser Luftbefüllung hier zu... Keine Ahnung. Aber der, da kann ich mehr physischen Schaden machen mit dem. So, hier nehmen wir einen Helm. Und das Muskelshirt, das lässt. Oder haben wir noch was Neues bekommen? Ich hätte so gerne neue Ausrüstung hier, aber es gibt keinen anständigen Laden. Ne? Splitterbombe ist in Ordnung. Notizen sonst ist ja alles gut. Achso, wir brauchen noch. Achso, nee, haben wir alles. Alles an. So, können wir denn von hier aus jetzt eigentlich. Jetzt geht's. Aha. Meint der ist ein zäher Brocken? Mond. Mond von Erika. Hey, hier drüben. Hast du ein paar Teile übrig? Unser Neuling hier hat einen Asteroiden gestreift. Wir müssen was reparieren. Ah, ich hatte schon so ein Gefühl bei dir. Zwei Einheiten Schiffsteile dürften reichen. Meine Teilen hier. Du hast uns gerettet. Hier, bitte, für deine Hilfe. Was haben wir bekommen? Da ist er weg. Okay. So, nee, wir schauen mal weiter. Also, Schulden, ne? Kurs festlegen. Ach, Militär. Boston ist das auf Eridian tatsächlich. Wir kennen aber mal wieder. Kalt ist es dort. Keinerlei Atmosphäre. Das ist nur das ist ein totes Ding. Ein toter Mond hier. Na. Können wir vielleicht ein bisschen noch was aufsammeln? Wie viel haben wir denn eigentlich? Das habe ich gar nicht geschaut, ich Dummkopf. Wir fliegen da einfach so rum. Achso, hier sehen wir es ja. 90 ist nur. Ne? 90 können wir ein bisschen was aufsammeln, ne? Wenn wir es bräuchten. Ich hoffe, unser Freund Roboter kommt mit. Strahlung. Irgendwo hier drüben müssen wir hin. Wir müssen uns mit Strahlung auseinandersetzen. Da ist Strahlung, schaut hin, genau dort, wo wir hingehen. Was ist das da drüben?
Noch scheint alles in Ordnung. Ja, nee, hier brauchen wir keinen Außenposten. Hier möchte ich mich nicht niederlassen. Da drüben scheint es zu sein. Aber da ist davor irgendwas mit Strahlung. Schaut mal hin. Nehmen wir es mit, ne? Gehen wir hier rauf. Das sehen wir es am besten. Das sind Schießscheiben. Und hier eine Anlage. Schauen wir hin, oder? Mal schauen, wie schlecht wir schießen. Ich nehme mal. Das ist die modifizierte, ne? Schau mal, wie schlecht wir schießen. Oh, geht aber eigentlich, ne? Hallo? Ist hier jemand? Große Preisfrage. Das ist schon mal irgendein Fahrzeug, oder? Sieht doch cool aus. Kann man mit so einem Ding hier rüber heizen? Das wäre natürlich das Coolste, aber ich glaube, die haben noch nie Fahrzeuge hier gehabt, oder? Klopfen wir ein. Ja? Ist es Dieter? Dieter, bist du das? Das ist nur ein Stuhl. Kann ich mit Dieter sprechen? Muss ich mich hinsetzen? Hat der gar nichts zu sagen hier. Das ist anscheinend nicht Dieter. Doch, ist Dieter. Hast dir echt Mühe gegeben, mich zu finden? Du kannst mich nicht einschüchtern, klar. Ja, das ist genau das, was ich glaube. Ich gebe dir eine letzte Chance. Verschwinde und lass andere Jungs die Gelbank-Drecksarbeit machen. Denn sonst geht die Sache hier nicht gut für dich aus. Die Gelbank, sie wird niemals aufgeben. Es wäre besser, wenn du einfach bezahlst. Warum zum Teufel sollte ich? Ja, jetzt geht es wieder los hier. Meinetwegen können wir das gerne auf die altmodische Tour regeln. Wir werden sehen. Verdammt.
Ich werde hier sicher keinen Kampf vom Zaun brechen. Das ist nicht meine Absicht. Ich hoffe, wir können das gütlich regeln. Mir ist ziemlich egal, was mit dir passiert. Verdammt und zugenäht. Wir bräuchten aber 4, oder? Ich blick da noch nicht ganz durch. Hab Besseres zu tun, als mich mit dir hier zu streiten. Zu schade. Mist. Es reicht. Ich hab genug von dir. Schluss jetzt. Aktiviere Kampfprotokoll. Ja! Es wäre klug, die Überreste des Feindes nach Wertvollem zu durchsuchen. Tja, so viel zur gütlichen Regelung. So viel zur gütlichen Regelung. Eine orange kann man tatsächlich mitnehmen. Ein Schlüssel. Ach ne, eine Schüssel. Braucht man eigentlich alles. Oh, hier sind Credits. Ohne Ende. Hier ist noch mehr. Gib mir Credits. Ja, tut mir leid, ne? Also mit dem Überzeugen, das ist noch nicht. Wir haben extra gesteigert, ne? Aus wohlwissentlichen Gründen. Ich habe mir schon gedacht, dass wir hier Überzeugungsarbeit leisten müssen, aber am Ende hat es mir so gar nichts gebracht, ne? Das kriegst du wieder. Ansonsten tut es mir echt leid, mein Freund. Ich hätte es gern anders geregelt. Aber so ist es. Ein Kopfgeldgeschäft, ne? Boah. Wäre ja zu schön gewesen, oder? Ich sag derweil ciao, ciao. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, ne?